Und willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Oblivion. Ja, letztes Mal haben wir uns bei der Schwarzwaldrotte eingeschlichen und haben die infiltriert. Dabei haben wir ein ganzes Dorf ausgelöscht im Rausch des Histsaftes. Denn mit dem guten Zeug tut sich die Schwarzwaldrotte vollpumpen. Und wir sollen jetzt den Histbaum eben vernichten. Dieser befindet sich in einem abgeschlossenen Raum, zu dem wahrscheinlich nur Risa K. selbst den Schlüssel hat. Genau. So, was ich jetzt aber tue... Da ich ein einnehmendes Wesen habe... ich bin schon still. So. Risa K., ob der uns einfach... Grüße. Ja, hi. Ob der uns einfach so den Schlüssel gibt? Ich glaub's ja nicht. Aber wir sind ja noch Mitglied in der Schwarzwaldrotte, so ist es ja nicht. Aber gut, wenn nicht, dann bringen wir halt einfach alle um. Hallo! Ihr gehört nicht länger zu uns. Spion der Kämpfergilde. Verräter! Das ist das Ende. Ja, okay. Hey. Komm her, Giel! Da ist er. Boah, der geht ganz schön ab. Der Alte. Oh, das ist gar nicht er. Das ist von oben irgendwie so ein Zauberer. Warte mal. Schlüssel für jedem Seeseraum. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So, was hat er hier noch Schönes? Dietrische Pfeile. Das ist wundervoll. Und Ebenholzpfeile. Und Elfenpfeile. Und Glaspfeile. Und ganz viele andere Pfeile. Oder lege ich gerade... Nö. Nö, das ist sein Inventar. Ich dachte schon gerade, ich... Ich lege irgendwie meine Pfeile da ab. La, 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 la. Die nehmen wir alle mit. Was? Borosilikatstiefel? Fertig! So, was ist denn da? Du bist das! Rana! Ciao, Rana! Stab des Eissturms, Kurzschwert der Stürme, nehmen wir auch mit. Beinschienen des Wohlergehens. Immer her damit, immer her damit. Weichglühender. Ne, was? Weichgeglühter Brustharnisch. 6300, mein Gott. Mein J. So, Risakas Ruhm. Da gehen wir jetzt rein. Ich speichere mal kurz. Zieh dir mal was an. Das ist schlimm. Das wollte ich eigentlich nicht. Einmal hier durchreparieren. So. Da kommen wir gar nicht rein. Das ist natürlich toll. Was muss ich tun? Ich hab keine Ahnung. Nierenwurz klauen. Hallo. Jetum Sees Raum, da kommen wir zumindest schon mal rein. Warum sind hier dietrische Pfeile im Boden? Und wo ist der Gute? Er ist nicht da.
Haben wir hier irgendwas total Tolles? Vielleicht einen Schlüssel oder so? Nö. Ja, wow. Okay. Dass ihr hier aufgetaucht seid, war der letzte. Da ist er ja. Boah. Ciao. Edithisches Langschwert. Eben sah es so aus, als hätte er ein Zweihandschwert in der Hand gehabt. Ne? Egal. So, jetzt kommen wir hier in Risakas Room. Hallo! Oh, 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 oh. Nee, ich bin viel schneller als du. Sterb schon, verdammt. Tja. Deine Scheiß-Axt. Erbärmlich. Komm. Zack. Kriegsaxt des Winters. Ich habe Risaka getötet. Ich sollte mir von seiner Leiche den Kellerschlüssel holen. Detrisches Claymore. Mein Gott, ich kann schon wieder nicht sprechen. Es ist wie verhext. Ich habe jetzt den Schlüssel für den Vorratskeller, in dem sich der Histbaum befindet. Ausgezeichnet. Das kannst du eigentlich alles behalten. Hier den Ring nehmen wir gerade mit. So, warte mal, ich will gerade was gucken. Entzug Intelligenz, Entzug Willenskraft. Da gab es nämlich wieder einen Tipp von, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr an deinen Namen erinnern. Kapauze 74 oder so? Kapuze 74? Kapatzel? Irgend sowas war's. Wir müssen einfach, um unser Charisma zu reduzieren, billigen Wein trinken. Und dann können wir bei Namira die Quest annehmen. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Wir werden dann demnächst mal einkaufen gehen. Denn ich glaube, hier finden wir keinen billigen Wein. Die sind ja hier was Besseres. Die trinken nur das Beste vom Besten. Wir trinken gar nichts anscheinend. Und wenn dann nur den Gebrüder Surilie Wein. Hier diesen. Ach, billiger Wein. So, jetzt warte mal. Mal gerade gucken. Schade. Entzug Intelligenz, Entzug Persönlichkeit. Ich, Ach so, okay. Okay. Charisma ist also die Persönlichkeit. Warte mal. War das hier irgendwo? Festigen, festigen. Entzug Geschicklichkeit. Entzug Intelligenz. Ja, das muss Persönlichkeit dann halt eben sein. Alles klar. Festigen Persönlichkeit. Der macht schöner hier, der. Alles klar. Okay. Training, oder? Ich bin so doof. Haben wir hier noch mehr? Billiger Wein! Billiger Wein! Mein Gott, wir können uns... Wir können uns so hässlich saufen, das gibt's nicht nochmal. Perfekt. Wonderful.
So, jetzt aber ab in den Keller. Dieser Baum ist zu einer Perversion der Natur geworden. Er ist von fremdartigen Maschinen umringt. Wenn ich dieses Monster zerstören will, muss ich einen Weg zur Vernichtung dieser Maschine finden. Ich sehe überhaupt niemanden. Sing's wie Donner. Leere Histflasche. Oh, hier am Kessel oder was machen? So, jetzt habe ich hier dieses... Alter, ey. Das aber wirklich... Ich will mir das mal genauer ansehen. Wie kann denn dieses Ding hier drin überhaupt noch wachsen? Stellt sich mir die Frage. Und leben. Bei der ganzen merkwürdigen Technik da rundherum. Naja. So. Haben wir noch so ein... So ein Ruhe. Irgendwo. Da haben wir eins. Bäm! Als ich die Maschinen zerstörte, die um den Histbaum herumstanden, wurde auch der Histbaum selbst zerstört. Ich sollte zu Orin zurückkehren. Episch! Einfach nur episch! Und da läuft die ganze Sutte irgendwo hin. Interessiert eh keinen. Hauptsache, es läuft irgendwo hin. Auch wenn jetzt alles wahrscheinlich mit Histsaft verseucht ist. Alles stirbt. Ihr habt alles verdorben. Warum? Warum? Ich hatte Arbeit. Ich hatte ein Zuhause. Ihr habt mir alles genommen. Dafür werde ich euch töten. Na dann, viel Spaß, kleiner Mann. Ich werde mich gerade erst auf... Oh, der ist Herz. Ganz schön drauf. Der kleine Magier. Oh, wie süß, wie er sich anstrengt und versucht, ihn zu töten. Er ist kaputt. So. Jetzt aber raus hier. Okay. Dann also zurück zum Mordrin. Der war ein Koroll, ne? Huch. Ausgang. Hier entlang. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade hinlaufe. Auf jeden Fall in die falsche Richtung. Das Gewicht eurer Stiefel bestimmt, wie gut ihr schleichen könnt. Ich glaube, bei uns ist das mittlerweile auch egal. Wir können auch so gut schleichen. So, ist hier jemand? Kann uns hier jemand wegbringen? Natürlich nicht. So, wenn ich da jetzt reingehe, dann gibt's nur wieder Ärger. Das heißt, ich... ich hole mal das Zelt raus. Oder wie viel Uhr haben wir? 2:30. Okay, 7 Stunden. Machen wir 7:30, das sollte genügen.
Einmal alles durchreparieren. Weg mit dem Ding. So, speichern. Na, das wollte ich gar nicht. Ich wollte traveln, Imperial City, ja. Mit der Beschwörungsfertigkeit könnt ihr mächtigen Waffen, Rüstungen und Kreaturen herbeibeschwören, die euch dann im Kampf zur Seite stehen. Cool. Koroll. Jo. Ich wollte gerade sagen, sitzt sie etwa nicht auf ihrem Pferd und reitet hier durch die Gegend? Geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Gut, und ich glaube, wir haben jetzt mit dieser Aufgabe... Ihr habt aber geschickte Finger. Was habt ihr euch eingebrockt? Gar nichts. Wir haben jetzt mit dieser Aufgabe, glaube ich, alles erledigt. Und ich denke, wir sind jetzt fertig mit der Kämpfergilde. Aber gut, wer weiß, was Modrin jetzt noch will. Habt ihr eure Aufgabe bereits erledigt? Habt ihr den üblen Baum zerstört? Na klar! Gute Arbeit. Jetzt, da es den Baum nicht mehr gibt, ist die Dunkelforstrotte nicht besser als jede andere Söldnerbande. Cyrodiil ist dank euch wieder ein sicherer Ort. Ich möchte, dass ihr das hier annehmt. Ich hoffe, es leistet euch gute Dienste. Ihr solltet nun Vilaine Danton erzählen, was passiert ist. Vielleicht versteht sie, worauf unsere Taten abzielten. Ich glaube, unsere Arbeit ist nun beendet. Ihr seid ein guter Soldat. Ihr habt mich stolz gemacht. Ach, Modrin. Schön, dich kennengelernt zu haben. Echt, am Anfang hatten wir ja so unsere Schwierigkeiten, aber jetzt mag ich ihn echt gerne. Helm von Orion Behrendt hat... Ich glaube, ich erinnere mich. Das gehörte einem Vorfahren. Orion Birkelbad und war jahrhundertelang verloren. Man hat es erst gefunden, als Malakat fälschlicherweise annahm, meine Erblinie sei beendet. Ein Fremder aus meiner Heimat Morrowind überbrachte mir mein Erbe. Darauf könnt ihr stolz sein. Vielleicht könnt ihr mir helfen, den alten Glanz des Namens meiner Familie wiederherzustellen. Es wäre mir eine Ehre. Erzählt es. So, das Ding. Warte mal, das Ding war, glaube ich, echt pottenhässlich, ne? Wenn ich mich recht erinnere. So hässlich, wir haben es gar nicht im Inventar. Da ist es. Festigen Geschick und Konstitution und es ist echt einfach, es ist pottenhässlich. Also, ja. Gut, Geschick und Konstitution ist natürlich schon ganz cool. Und es hat einen Rüstwert von 7. Also, eigentlich sollten wir das Ding anziehen, auch wenn es scheiße aussieht. Dann, komm, wir lassen's. Wir behalten das Ding an. Hallo! Oh. Hallo! So, und dann... Orin glaubt, dass unsere Arbeit nun abgeschlossen ist. Er hat mir als Symbol unserer Freundschaft den Helm von Orin Bärentatze gegeben. Er schlägt vor, dass ich Vilaine Danton berichte, dass alles vorbei ist. Ja, das werden wir jetzt tun. Was denn nun schon wieder? Nix. Quatsch mir nicht so blöd von der Seite an. So, Vilaine Danton. Wo bist du denn? Einen wunderschönen guten Tag. Ach, hier. Was wollt ihr? Ihr habt den Befehl, mir fernzubleiben. Ich schätze, ihr wollt euren Rücktritt bekannt geben. Die Dunkelforstrotte ist vernichtet. Ihr habt was getan? Ich hatte keine Ahnung, dass es so weit gekommen ist. Ja, siehst du mal. Wie habt ihr das nur alles geschafft? Ich habe es alleine gemacht, nein. Ich habe mit Modrin Orin zusammengearbeitet. Orin?
Er wurde rausgeschmissen. Ich sollte euch noch in diesem Augenblick hinauswerfen. Aber nein, es ist nicht Orens Schuld. Ich fürchte, es ist meine. Ich liebe die Kämpfergilde und all ihre Mitglieder vielleicht zu sehr. Ich fürchte, meine Sorge um sie hat mich blind gegenüber dem gemacht, was um mich herum vorgeht. Wenn ihr und Oren nicht wärt, ich mag gar nicht daran denken. Nun müssen wir darüber sprechen, was ihr getan habt und welche Auswirkungen das Ganze auf eine mögliche Beförderung hat. So zwei Persönlichkeiten irgendwie, die quatscht so durcheinander. Ja, bitte, eine Beförderung. Wir haben uns richtig Mühe gegeben. Wegen eures Verhaltens erkenne ich euch hiermit den Rang eines Meisters ab. Ihr wart rücksichtslos, töricht und eine Gefahr für euch und die Gilde. Aber eure Taten waren auch mutig und nötig. Ja. Aus diesem Grund ernenne ich euch mit sofortiger Wirkung zum Meister der Kämpfergilde. Ach, ja. Die Gilde hat mich außen vor gelassen. Ihr seid die Zukunft. Nehmt eure Verantwortung ernst. Ich wünsche euch viel Glück. Ihr müsst immer noch viele Verpflichtungen erfüllen. Also bin ich jetzt hier der Chef? Was habe ich denn für Pflichten? Eure erste Pflicht ist es, euren Stellvertreter zu benennen. Ich kann mir keinen besseren als Modrin Oren denken. Wenn er diese Position akzeptiert, seid ihr gut bedient. Verlasst euch mehr auf seine Weisheit und seine Erfahrung, als ich es getan habe. Viel Glück. Ach, da wird er sich aber freuen. Lebt wohl. Unser Freund Modrin. Und er wird unser Stellvertreter werden. Los jetzt. Wie schön. Das Haus ist gar nicht so schlecht. Falls wir hier mal eins kaufen wollen. Hui! Hui! Yep. So, Moment. Und? Was ist... Habt ihr mit Velena gesprochen? Wie hat sie reagiert? Ich bin zum Meister befördert worden. Hat euch zum Gildenmeister gemacht? Erstaunlich, ihr habt es euch verdient, obwohl mit euch wahrscheinlich alles den Bach runtergeht. Also, was macht ihr mit eurem neuen Rang? Als erstes werde ich euch zu meiner rechten Hand machen. Ich hatte mich gerade daran gewöhnt, im Ruhestand zu sein. Ihr seht, wie gut meine Malereien geworden sind. Warte, gleich. Ich bin ein alter Mann. Ich habe meine Zeit abgearbeitet. Ach, komm schon. Andererseits muss euch jemand anleiten, dafür sorgen, dass ihr die Gilde nicht in unwiederbringliches Chaos stürzt. Dafür werde ich sorgen, Gildenmeister. Kommt einfach zu mir, wenn ihr der Gilde Verpflichtungen übertragen wollt. Ich sorge dafür, dass es erledigt wird. Okay, Pflichten. Nun, ihr gebt den Ton an. Ihr werdet keine Aufträge ausführen, aber der Meister erhält stets einen Prozentsatz des monatlichen Gildeneinkommens. Sucht mich monatlich auf, um mir Befehle für den jeweiligen Monat zu erteilen. Ich werde sie dann ausführen. Wenn ich nicht von euch höre, führe ich die Befehle des vergangenen Monats aus. Ihr findet euer monatliches Gehalt in der Meistertruhe im Obergeschoss. Darin befinden sich auch Dinge, die wir für euch als nützlich erachten. Hier ist der Schlüssel. Also, Gildenmeister, wie lauten eure ersten Befehle? Konzentriert euch aufs Rekrutieren, konzentriert auf eure Aufträge, beiden Sachen gleichzeitig. Ich würde sagen, als erstes rekrutieren. Keine schlechte Idee. Wir könnten mehr Männer gebrauchen. Es hat seine Vorteile. Dadurch erhält die Gilde größere Präsenz, macht die Leute auf uns aufmerksam. Außerdem finden Mitglieder auf ihren Reisen oft Gegenstände, die sie nicht benutzen können und die sie deshalb zur Verwendung für die anderen Mitglieder hier lassen. Manchmal sind das sehr feine Dinge. Ups. Ich habe... Fürs Erste habe ich meine Befehle. Kommt. Okay, so. Wir sind fertig und jetzt will ich euch noch kurz zeigen, was für ein begabter Künstler dieser Modrin Oren doch ist. Na, wer erkennt's? Hä? Na, das Verhör? Erinnert ihr euch? Geil, also wenn das nicht Kunst ist, dann weiß ich auch nicht. Ah, wie cool. Müsst jetzt gehen, ja. Damit ich abschließen kann. Ja, ich... Oh Gott, Modrin. Verzeihung, aber ihr müsst jetzt gehen. Ich muss jetzt abschließen. Ja, Modrin, ich gehe schon. Na gut, okay. Dann haben wir also die Kämpfergilde abgeschlossen. Und wir sind neuer Meister.
Wie schön. Ja. Was machen wir dann in der nächsten Folge? Ich würde sagen... Namiras Schrein. Ich würde sagen, wir kümmern uns darum. Da wir ja jetzt einfach nur Wein saufen müssen. Um uns hässlich wie die Nacht zu machen. Dann machen wir das einfach. Und dann machen wir... den Auftrag von Namira. Und danach... Wisst ihr, was wir danach machen? Ich hatte gedacht, Vampirheim... Nee, Vampirheimmittel, da lassen wir uns noch Zeit. Wir haben hier wirklich noch ganz schön viel Zeug zu machen. Ich glaube, dann machen wir einfach mal hier so ein paar Quests, die wir so nebenbei aufgeschnappt haben. Gruß euch. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. So, wir müssen nach Bruma, ne? Oh Mann, hier darf ich wieder nicht pennen. Es ist doch zum Kotzen. Sonst hängt die immer hier rum. Die schläft sogar hier. Und jetzt ist sie natürlich nicht da. Das gibt's doch nicht. Warte, ich guck mal gerade hier in die Putze. Darf ich da rein? Da darf ich sogar rein. Darf ich auch hier im Bett schlafen? Nö. Hallo. Warum nicht? Na gut, dann das Übliche wieder. So, aber ich würde sagen, wir reisen jetzt erstmal zur Imperial City und in der nächsten Folge verkaufen wir dann da ein paar Sachen. Denn wir haben ja das Inventar schon wieder ganz schön voll. So, einfach bis zum Morgen. Stopp! Jawohl! Dieser Helm, ne? Der Burner. Achso, jetzt ist sie hier wieder am Reiten. Wie schön. Sie frönt ihrem Hobby. Hallo? Guten Morgen. Was? Was habt ihr für Neuigkeiten? Ja, die Sabine. Travel, Imperial City, ja. Wie geht's? Gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Und ja, dann verkaufen wir ein paar Sachen. Also gut, bis dann. Ciao.